Und weswegen wir heute auch gesagt haben, okay, das machen wir heute mal und reden mal über das Thema Tendenzen. Wir hatten das schon mal in ähnlicher Form, aber heute noch mal ein bisschen mehr im Detail. Auch hier mit ein paar neuen Erkenntnissen und Grafiken. Ach, guck mal, der Timo ist ja auch da mit schwarzem Hintergrund. Wir wohnen in der gleichen Servus. Stadt, Timo. Wieso ist bei dir das Wetter so schlecht? Guck mal, mir scheint die Sonne. Unglaublich. Jetzt hat er mich hier ganz aus dem Konzept gebracht. Genau, also der Timo wird nachher halt noch ein bisschen auf ein paar Details eingehen. Ich werde es mal eher so ein bisschen allgemein handhaben. Halten, wollte ich eigentlich sagen. Gut. Also, für die, die mich nicht kennen, hoppla, Moment. Das da bin ich. Ja, wenn ich aufgeräumt aussehe. Und so ein bisschen zu meinem Background, nur ganz kurz. Ich habe halt früher schon vor unendlich vielen Jahren, wie man sieht, mich schon mit dem Thema Informatik befasst. Habe da auch Bücher drüber geschrieben und das auch doziert und habe halt Trading eigentlich angefangen, schon Anfang der 90er Jahre tatsächlich. Also ich bin steinalt. Macht ja nichts, ne? Das kann ja nur besser werden. Und habe halt so meine ersten Gehversuche damals in den 90ern mit Optionsscheinen. Damals gab es ja noch nicht viel anderes, ne? Man musste halt irgendwie telefonieren auch, wenn man eine Order aufgemacht hat. Wenn man meinen Bildschirm nicht mehr sieht, bitte einfach sagen, ne? Weil ich kriege ja öfters mal irgendwie so ein paar wilde Anzeigen. Und damals mit Optionsscheinen irgendwie ganz schnell Geld verdient und viel schneller wieder verloren. Das waren so meine ersten Gehversuche, dann irgendwie lange Zeit hat nichts gemacht und dann halt irgendwie 2013 so um den Dreh rum wieder angefangen, halt im Bereich Scalping, damals halt CFD und Futures und bin eben halt dann darüber dann auch zu dem Thema Stereotrader gekommen. Das heißt, die Software, die es ja halt entsprechend auch bei Tickmill gibt und Stereotrader, so die Idee war anfangs eigentlich nur, naja, irgendwie so. Also die Art und Weise, wie ich eigentlich traden wollte, wie ich halt relativ schnell gemerkt habe, wie der Markt sich eigentlich bewegt, irgendwie die ganzen Produkte, die es halt so gibt, unterstützen das nicht wirklich. Und da habe ich halt angefangen, so ein paar Sachen zu entwickeln, ursprünglich nur so ein paar Funktionen. Und daraus entstanden ist dann halt eben nachher dann der Stereo-Trader. Also es war natürlich ein weiter Weg, es war eigentlich nicht mal gedacht, irgendwie als kommerzielles Produkt, sondern war halt eigentlich erstmal nur so für mich selbst und aber ist dann halt irgendwie gewachsen und seit 2017 ist die ganze Geschichte auf dem Markt. Mittlerweile kennen das ja halt auch viele. Von daher werden auch sicherlich mich der ein oder andere hier ja auch kennen, der hier heute mit dabei ist. Das nur als kurzer Ausflug. Ich habe halt parallel oder relativ schnell danach eben auch angefangen, einen eigenen Blog zu schreiben. Und da ist halt eben, das hat der Mike vorhin schon gesagt, was die Tendenzen angeht. Also der Blog dreht sich seltener zum Beispiel darum, was jetzt halt irgendwie an großer Richtung halt kommt. Manchmal mache ich das, da lehne ich mich aus dem Fenster und sage, das funktioniert so nicht, das muss die in die Richtung und meistens stimmt es auch. Das Problem ist aber immer halt nur irgendwie zu analysieren und zu erkennen, was der Markt tut und es zu handeln. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und das spielt halt auch nochmal da so ein bisschen in unser heutiges Thema rein. In dem Blog, wer das halt irgendwie sich angucken mag, den findet man unter www. dirkhilger.de und daran angeschlossen ist auch zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, wo dann zum Beispiel halt Trades und so weiter besprochen werden, die sich halt eben auch aus dem Blog ergeben oder halt in der Regel auch auf dem Blog beziehen. Und was ich halt da eben eigentlich auch mache in erster Linie, ist, suchen wir zum Beispiel halt Support und Resistance Levels. Und das ist so ein Punkt, da sind der Mike und ich uns übrigens auch relativ oft einig oder wenn nicht sogar immer. Und wir haben da eine ganz, ganz ähnliche Herangehensweise. Und jetzt wird auch irgendwie der eine oder andere sagen, naja gut, so Trends oder Tendenzen, was ist da halt eigentlich der Unterschied? Und weil man kann ja natürlich immer sagen, okay, ich will den Trend reiten, ja, oder ich hole mir die Tendenz. So, was ist halt so der genaue Unterschied? Trend ist ja eigentlich, wir gucken uns mal die Definitionen an dazu, die ich mir da rausgesucht habe. Also eine Tendenz, ja, so steht es in Wikipedia. Unter Tendenz versteht man also allgemein die noch nicht abgeschlossene, kurzfristige oder anhaltende Neigung von bestimmten Bezugswerten, Daten, in unserem Fall dann halt Kurse, in eine bestimmte Richtung. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, na gut, der Markt ist eigentlich, will eigentlich eher
rauf, ja, oder will eigentlich eher runter. Das ist eine Tendenz. Vielleicht ist der Trend sogar noch long an der Stelle. Und aber trotzdem merkt man, es geht halt irgendwie nicht weiter. Irgendwie die Rücksetzer werden halt irgendwie länger. Es kommen keine neuen Hochs. Das ist zum Beispiel halt eine Tendenz. Ja, das heißt, Trend wäre an der Stelle zum Beispiel halt noch long. Aber naja, irgendwie ist halt schon eine Tendenz irgendwie da. Und das ist der Unterschied zum Trend halt eben auch. Und Trend, hier auch nochmal die klassische Definition davon, wie es halt hier auch steht. Ein Trend ist eine systematische Zunahme oder systematische Abnahme in einer Zeitreihe, die außerdem periodische Schwankungen aufweist. Das heißt, in unserem Fall wäre das halt das Zickzack, wenn man das auf die Kurse bezieht. Und hier steht auch noch dazu, ein Trend in einer kurzen Zeitreihe kann fundamental sein, ja, passt ja hier auch, oder eine vorübergehende Tendenz. Und da haben wir es halt schon wieder. Ne? Vorübergehende Tendenz wäre zum Beispiel halt, wenn wir eigentlich im Markt long sind, aber halt irgendwie gerade so ein bisschen die Käufer ausgehen und die Korrekturen halt einsetzen. Das wäre dann halt eine vorübergehende Tendenz, zum Beispiel eine Korrektur. Also das hier ist jetzt zum Beispiel, was die Definition angeht, das bezieht sich überhaupt nicht auf den Aktienmarkt, sondern es ist einfach generell das Thema Trend. Also dass man so ein bisschen halt bisschen Gefühl dafür kriegt, worauf ich hier eigentlich hinaus möchte. Ein Trend, ja, nur mal als Beispiel, ist ja das, was wir halt klassisch kennen. Das heißt, wir haben irgendwo eine Richtung, die generell aufwärts ist. Wir haben halt solche Punkte. Dann haben wir hier so, ne, geht es halt mal ein bisschen korrektiv runter und dann halt nochmal höher. Das heißt, also das ist so der Klassiker, ne, aufsteigende Tiefs und aufsteigende Hochs. So, soweit zum Lehrbuch. Das Problem, ja, da gibt es ja natürlich halt unterschiedliche Herangehensweise. Da gibt es halt einige, die zeichnen halt gerne Kanäle. Mache ich zum Beispiel so gut wie gar nicht. Außer mir fällt wirklich was ins Auge, wo ich sage, ja gut, da haben wir halt irgendwie so ein Kanalgebilde. Und das ist eigentlich immer eher so ein Ding, wo ich sage, ja, das ist aber auch dann irgendwie relativ leicht dann halt herauszufinden, wo der Markt als Beispiel dann halt auch vielleicht ein bisschen deutlicher reagieren wird. Ja, also das heißt, wo es dann zum Beispiel halt auch gerne mal irgendwie bricht. Weil entscheidend wäre für mich jetzt zum Beispiel in so einem Trend dieses Tief, aber nicht jetzt hier so ein Kanal. Also wenn jetzt hier nochmal runterkäme, dann wäre dieses Tief entscheidend. Ja, das heißt, für mich wäre dann der Ansatz, naja gut, der geht dann eher durch so einen Kanal durch, guckt sich das Tief nochmal an, war das okay, war das ausreichend und wenn nicht, und zieht dann da nochmal hoch, aber nicht so ein Kanal. Deswegen bin ich ja nicht so ein Freund davon. Aber ist ja alles Geschmackssache und zählt ja halt auch in die klassische oder generell in die Betrachtungsweise von dem Thema Trends. Ne? Also gibt es ja generell unterschiedliche Herangehensweisen, wie man damit umgehen kann. Das Problem ist aber, das alles ist Theorie und die Realität sieht eigentlich ja eher so aus. Ne? Das heißt, wir krabbeln mal ein bisschen hoch, kein neues Hoch, dann doch kein neues Tief, ein höheres Hoch, dann hier mal wieder ein Stück dahin und dann mal ein bisschen drunter, da werden hier die Tiefs nochmal angeguckt. Und das heißt, wir haben immer noch irgendwie eine Tendenz, die generell aufwärts ist. Aber wie zur Hölle handelt man sowas? Ne? Das heißt, da kann man ja eigentlich fast nur irgendwie irgendwo Positionen aufmachen und dann sagen, boah, ich hoffe mal, dass die ganze Geschichte halt hier eben auch hält. Ne? So, aber halt das zu handeln als Tendenz, ganz schön schwierig. Also ich meine, das ist aber, ich glaube, da gibt mir jeder, der hier dabei ist, ja auch vermutlich recht, der dann sagt, ja, das kommt der Sache schon wesentlich näher als das hier. Ne? Also das ist halt schon irgendwie ein bisschen näher an der Realität dran. Sekunde. Ja, wieder ein Frosch verschluckt. Heute Morgen, Entschuldigung. Also, das ist die Realität. Wie fängt man das halt ein? Ne? Das heißt, auch hier, ganz klar, haben wir halt eine Tendenz, die ist nach oben gerichtet, aber halt eben in einem Irrsinn, den man halt dann Markt nennt. Ne? Und dann halt, der dann irgendwie halt bestimmten Kriterien standhalten soll und naja, möglichst halt eben auch dahin führen soll, wo ich halt will, nämlich, wenn ich long bin, entsprechend mit Gewinn rauszukommen. So, aber sowas dann halt eben auch abzusichern, ist natürlich dann halt auch ungemein schwieriger. So, dann ist halt die Frage, Tendenzen. Also, wie handelt man die ganze Geschichte? Da gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich hoffe, jetzt kommen hier keine leeren Seiten. Das sieht bei mir ein bisschen wüst aus hier gerade. Dass die Präsentation da halt hops gegangen ist.
So. So generell, ich stelle jetzt mal die Frage, die kann sich jeder mal selbst in Gedanken beantworten, was ist das? Ja. Wird jetzt wahrscheinlich irgendwie jeder sagen, ja, es sieht aus wie irgendeine bullische Kerze. Vom Prinzip her richtig. Es ist tatsächlich der DAX, und zwar von 1988 bis 2019. Ja, eindeutig Trend Long, Tendenz Long. So, eigentlich einfach. Ne? So, DAX steigt. Entschuldigung. DAX steigt, also Long. So, jetzt wissen wir alle, gerade wenn man mal zurückguckt, irgendwie halt jetzt hier, was bei Corona halt los gewesen ist, dass das gar nicht so einfach ist. Und da ging es dann halt nämlich eben mal ein paar tausend Punkte runter und dann halt auch wieder hoch. Wenn man da halt irgendwie bei Beispiel 13.000 Long war, musste man ganz schön lange aushalten. Also das kann man natürlich im Daytrading oder so in der Form auf gar keinen Fall halt machen. Das ist halt wohl, glaube ich, jedem klar. Das geht nicht. Wenn man natürlich halt irgendwie lange da drin bleibt in so einem Markt, ne, das ist einfach. Oder halt wie hier unser Kollege, der liebe André Costolani halt schon gesagt hat, kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nie wieder an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Er hat bestimmt da nicht Unrecht, ja. Und er hat das auch ein paar Tage länger gemacht als ich und versteht auch sicherlich oder verstand halt wesentlich mehr davon, als ich es vielleicht jemals tun werde, aber halt eben auch in einem ganz anderen Segment. Und er darf halt auch nicht vergessen, aber halt trotzdem reden wir halt auch hier über eine andere Zeit, wo er hier hergekommen ist. Und trotzdem, wie gesagt, was er gesagt hat in allen Ehren, ist natürlich auch richtig, aber es ist natürlich eine Frage des Zeithorizonts, weil er sagt ja selber, nehmen Sie, schauen Sie nie wieder an. Ja, das heißt also, am besten einfach gar nicht drauf gucken, schon gar nicht, wie wir es machen, als Beispiel irgendwie im 5-Minuten-Chart oder noch schlimmer im Minuten-Chart oder halt auch Stunde, das ist halt alles, funktioniert alles nicht, nicht mal Tageschart funktioniert bei sowas. So, das heißt also, wie handelt man Trends? Und wäre halt die Möglichkeit 1, Positionen eröffnen und beten. Ja, kann man machen, je nachdem, welchen Hebel man hat, dürfte es allerdings dann wahrscheinlich etwas eng werden. So, das heißt, ne, so sieht es dann halt nochmal im Bild aus. Das heißt, wir haben hier den Faktor Zeit, ist natürlich ganz entscheidend. Und wenn man als Beispiel immer das Glück hatte, an so einem Punkt halt reinzugehen, ja, das sind eigentlich immer die klassischen Punkte, wenn in der Bildzeitung steht, so die Aktien steigen, ne? Das ist immer so der, ich glaube, da jedes Mal kam die Bildzeitung dann halt irgendwie raus und dann geht es erstmal runter und dann sagt halt irgendwie so jeder, der es gemacht hat, oh nee, es geht ja schon wieder tiefer, nee, ich gehe raus, so, und dann geht es natürlich hoch, ne? Das heißt, wenn man auf diese Art und Weise versucht, irgendwie Trends zu handeln, unmöglich, sollte man einfach nicht tun. Dann ist wirklich dann die andere Variante besser, man sagt, na gut, ich gucke mir irgendwie die allgemeine Wirtschaftslage an, ich gucke mir die Politik an und sage, entscheide für mich, ja, das passt. Also kaufe ich und gucke nicht mehr hin. Kann man dann so machen, aber dann vielleicht auch nicht an dem Punkt, wenn es schon in der Zeitung steht, dass ja alles nur noch nach oben geht. Ne? Und das hier war halt zum Beispiel Corona. Also es sind natürlich keine genauen Kurse, es ist nur exemplarisch. Aber wenn dann halt sowas kommt und dann halt hier ein Crash an der Stelle, dann ist halt die Frage, hält man das aus oder halt eben nicht. Ne? Deswegen ist der Zeitpunkt natürlich auch hier entscheidend. Generell gilt aber dann halt auch klar, wenn es dann halt irgendwie billig ist, vergleichsweise, dann kann man das schon mal eher machen, aber nicht, wenn es irgendwie nur noch gerade dabei ist, durch die Decke zu laufen. So, das ist halt eine Variante. Pray and hold nenne ich sie. Richtig heißt sie natürlich buy and hold, aber im Endeffekt ist es ja schon so ein bisschen das Gleiche. Will dann natürlich keinem zu nahe treten. Ich denke mal, das ist klar. Und weil es ist natürlich auch eine Frage des eigenen Zeithorizonts, der eigenen, was einem selber halt persönlich am besten liegt und was eben halt nicht. So, die Variante 2 ist halt zum Beispiel Grid Trading. Das bezieht sich sowohl aufs Daytrading, aber halt eben auch auf Aktien, Handel. Also wenn man zum Beispiel, was heißt Handel eigentlich, wenn man investiert ist? Grid Trading würde bedeuten, ja, man hat irgendwie den gleichen Markt. Aber man kauft sich an verschiedenen Positionen ein. Ne? Zum Beispiel auch schon mal irgendwie, was man dann irgendwie gerne auch mitbekommt, wenn das halt Investoren halt so von sich geben, sagen, ja, es ist gerade billig, ich kaufe noch mal nach.
Das heißt, das ist das Beispiel, wenn man jetzt das Pech hat, ist hier reingegangen, der Markt kommt runter und sagt, na gut, ist jetzt soweit korrigiert, ich kaufe nochmal nach. Und dann, das kann man halt irgendwie machen, so ist schon jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das halt von Erfolg ist, von Erfolg gekrönt ist, eigentlich auch egal, in welche Richtung. Wobei Indizes natürlich dazu da sind, zu steigen, das ist klar. Das heißt, dann ist, da ist man halt einfach long natürlich immer besser mit dabei, wie wenn man halt da halt ständig dagegen wettet und auf den Crash halt hofft. Man muss aber hier halt auch klar sagen, wenn man das so macht, muss man natürlich die Positionsgröße im Auge behalten. Ja, also wenn das jetzt zum Beispiel halt hier, wenn ich mal sage, okay, das ist mein ganzer DAX als Beispiel und es über den Zeitraum und man hat irgendwie halt dann verteilt sich hier irgendwo eingekauft, dann hat man einen vernünftigen Average, sollte auch immer wieder auflösen. Das ist eine Sache, die wird wohl in den meisten Fällen funktionieren. Wenn man eben die Disziplin hat, das entsprechend im Auge zu behalten, auch immer wieder Positionen halt aufzulösen und eben vor allen Dingen nicht die Positionsgröße zu hoch ansetzen, weil wenn man das natürlich so macht, wenn man halt sagt, ja gut, irgendwie mehr als 2, 3 brauche ich eh nicht und das wird nicht funktionieren, ne? Da muss man sich schon den Zeithorizont, in dem man sich am wohlsten fühlt, und dann halt irgendwo genau sich angucken, wo macht es halt Sinn und wo muss ich halt auch die Reißleine dann ziehen. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen mit Stress vielleicht auch verbunden. Ich kenne aber Leute, die damit halt wirklich extrem erfolgreich sind, also die das halt manuell machen, auch im Daytrading, im DAX, die sind dann halt immer mit 0,1 CFD als Beispiel da halt drin, also 10 Cent pro Punkt und haben dann halt irgendwie hunderte von Positionen in alle möglichen Richtungen und lösen immer auf, wenn es irgendwie so 20 Punkte, also sprich 200 Punkte dann halt eben vorne ist. Und machen da wirklich halt echt gut Kohle mit. Also das funktioniert schon, aber wie gesagt, man muss halt schon wissen, was man da tut. Man darf es von der Size nicht übertreiben und 0,1, da wird auch jeder sagen, so, boah, das ist doch ein Pillepalle, ne? Ja, in dem Zusammenhang aber nicht. Wenn man natürlich nachher in so einem Grid dann als Beispiel da halt irgendwie 100 Positionen drin hat oder für mich aus sogar 200 in die jeweilige Richtung und alle dann halt irgendwie immer so mit 10, 20 Euro dann auflöst, und dann kann man sich ja ausrechnen, was da halt rauskommt, ne? Also 15 Euro im Schnitt bei 100 Positionen. Das sind entsprechend 1.500 Euro, das Ganze mal 2, sind wir auch bei 3.000. Ne? Und wenn man das natürlich irgendwie ständig macht, da kommt schon was zusammen, ne? Gar keine Frage. Aber wie gesagt, erfordert Disziplin, erfordert Kontrolle. Man muss halt immer schon sehr genau drauf gucken. Kann man so machen. Dann gibt es noch die Variante, also entscheidend ist natürlich hier, nur ganz kurz, dass halt immer die gleiche Positionsgröße ist. Ne? Und man halt hier nicht irgendwie anfängt, komische Sachen zu machen. Würde jetzt zum Beispiel im Stereotrader halt so aussehen, ne? Das ist schon ein bisschen wüst, ja, also überall jetzt hier zum Beispiel ein CFD, wir sind im Long-Trend oder wir haben auch generell eine Long-Tendenz, also, ne? Das Lustige war natürlich, der Timo wird es bestätigen, als ich einen Screenshot gemacht habe hier für diese Präsentation, habe ich natürlich vergessen, nachher die Orders wegzumachen, das war aber halt dann leider nur ein Demokonto, ja, was war, ne? Nächsten Tag drauf geguckt und gedacht, ach, verdammt, vergessen. Und prompt standen halt irgendwie 800 Euro plus. Ganz normal. Ne? Das ist halt Demokonto. Es konnte ja nur so sein. Wenn es Live-Konto gewesen wäre, hätten wir einen Crash bekommen, ich wäre pleite gewesen. Also garantiert. Und aber ne, wie gesagt, da sieht man halt schon, wenn es zum Beispiel halt hier, das ist ein Abstand von 50 Punkten, glaube ich mal, müsste 50 Punkte sein. Abstand 50 Punkte, irgendwie angefangen jetzt erst vor 10 Tagen, ne, aber selbst da sieht man schon, Halleluja, da kommt einiges zusammen. Ne. Wenn nämlich jetzt der Markt wirklich auf die Idee käme, da halt irgendwie mal eine ordentliche Abwärtsbewegung hinzulegen, was der Dow ja auch gerne mal macht, so irgendwie auch problemlos mal 1.000 Punkte am Stück, ich meine, der konnte auch 1.000 Punkte hoch am Stück, 1.300, kann auch 1.000 runter, und zwar kann genauso schnell laufen, dann hat man natürlich ein Problem. Ne. Deswegen sage ich, ist halt wichtig, wenn man das so macht, dass man seinen Horizont zeitlich und monetär halt entsprechend definiert. So, dann gibt es halt noch die Variante für die Verrückten. Die nennt sich Martingale. Das ist nichts anderes als letzten Endes Casino. Generell kann man das, glaube ich, schon so ein bisschen verteufeln, die ganze Geschichte. Und
jeder, der sich damit befasst hat, vermutlich jeder, der im Trading ist, hat ja schon mal irgendwie sich selber ausgerechnet, gedacht, na, da kann ich doch irgendwie, wenn ich als Beispiel hier drin bin, na ja gut, dann kaufe ich eben an der nächsten Stelle doppelt so viel nach und dann halt eben nochmal doppelt so viel, doppelt, doppelt, doppelt. Und da sieht man ja halt, ne, wie das Ganze sich da entsprechend aufpotenziert. Das ist aber generell Martingale. Das heißt, die Mathematik ist natürlich hier schon so ein bisschen auf der Seite desjenigen, der das halt macht, ne? Weil, aber auch hier, ganz klar, hängt ab von der Positionsgröße und vom Abstand. Wenn man jetzt als Beispiel einen Markt wie den Dow Jones halt hernimmt und sagt, na gut, da gehe ich halt irgendwie, fange ich an mit einem Kontrakt, ja, im Konto von als Beispiel 50.000 Euro, fange an mit einem Kontrakt und dann im Abstand von irgendwie 200 Punkten, dann immer mit Faktor 1,3, also nicht verdoppeln, nur um das kurz zu erklären, sondern man muss halt mit 1,33 eigentlich halt rechnen, weil Martingale kommt ja halt eigentlich aus dem Casino und dort würde man es ja so machen, dass man sagt, na gut, ich setze auf Rot oder Schwarz, wenn ich verliere, mache ich als nächstes den doppelten Einsatz nochmal auf die gleiche Farbe und zwar so lange, bis ich gewinne. Und da muss ich es verdoppeln, weil der Unterschied ist der, wenn man das Spiel verloren hat im Casino, ist die Kohle weg. Und im CFD ist die Position ja noch drin. Die ist ja nicht dann weg. Das heißt, ich löse ja nicht da auf, sondern ich habe ja noch die Position. Und deswegen ist es richtig gerechnet auf CFD mit einem Faktor von 1,33. Aber das nur am Rande. Aber ich denke mal, das Prinzip ist halt ja soweit, denke ich mal, klar. Das nämlich halt eben letzten Endes verdoppele ich meine Position mit an jedem einzelnen Punkt. So, also wie gesagt, wenn man das überschaubar macht, als Beispiel, wie gesagt, großes Konto fängt mit 1 an, Abstand von, was weiß ich, 500 Punkten im DAO, dann geht das, ja, dann wird man damit durchkommen. Und vor allen Dingen, dann wird man damit durchkommen, wenn man halt rechnet, was passiert, wenn der DAO bis auf 0 fällt. So, das Problem ist aber nur, wenn man so ein Martingale-Grid bis dahin aufbaut, also gedanklich, da kommt halt nie Geld zusammen, ja, das ergibt gar keinen Sinn. Und da müsste man schon irgendwie 50 Jahre das Ganze laufen lassen, damit da halt überhaupt irgendwie ein bisschen was bei rauskommt. Und das ist natürlich halt das Problem. Wo setzt man halt da entsprechend die Grenze? Ja, hier auch nochmal als Beispiel im StereoTrader. Ich fange da oben an mit 1. Ne, habe halt hier irgendwie auf der Strecke, habe hier einen Abstand von 100 Punkten. Genau. Da bin ich da unten plötzlich bei 321 Kontrakten. Ne, also nur, um dann halt irgendwie den ersten zu retten. Das ist halt, also das ist die letzte Position. Insgesamt bin ich hier dann bei 500 Kontrakten drin. Das ist halt der schiere Wahnsinn. Das funktioniert so halt nicht. Ne? Und man erkennt zum Beispiel halt, bestimmt auch schon jeder mal irgendwo gesehen, zum Beispiel halt solche Strategien, vor allen Dingen automatisierte Strategien, daran, dass man wirklich wie mit einem Bügeleisen hier so eine Linie drauf legen kann und es geht nur rauf, ja. Und klar, ne, weil es natürlich ja immer mit dem gleichen Gewinn dann an der Stelle halt rausgeht und die zweite Position immer da ist, um die erste zu retten, die dritte, um die zweite und die erste zu retten und dann wird das Ganze mit dem gleichen Gewinn aufgelöst. Folglich ist es natürlich so, dass es halt hier abgeht wie Schmitz Katze. So, in der Theorie, aber hier sieht man halt auch diese Ausreißer nach unten, das ist da, wo es teuer wurde, insbesondere halt hier, da war es dann schon mal irgendwie grenzwertig, ne, und sieht man hier, die Positionsgröße geht da halt enorm hoch, hier an diesem kleinen grünen Ding hier, ne, das ist halt die Positionsgröße, man sieht, ne, eigentlich nichts, aber ich muss die halt hier wirklich durch die Decke schrauben, die Size, damit das Ganze halt dann überhaupt noch aufgeht. So, und wenn es dann natürlich oben an der, ne, 1 zu viel und dann ist halt das Problem ein anderes, dann sieht es nämlich so aus. Und das ist halt dann in Wahrheit das, was mit den meisten Martingale-Strategien passiert. Es läuft alles eine Zeit lang gut und irgendwann kommt aber halt eine Marktsituation, die halt ich nicht mehr stemmen kann mit meiner Margin, mit meinem Konto und dann geht das ganze Ding entsprechend unter Null. Ne? Das heißt, da, wenn da jetzt hier mein Anfang war, zum Beispiel mit 100.000 oder meinetwegen auch 100 Euro oder 1.000 Euro, spielt ja keine Rolle. Und dann bin ich halt hier ruckzuck im Eimer. Ne? Das ist halt, weil deswegen, wenn man sowas sieht, vor allen Dingen, wenn halt solche zum Beispiel automatischen Handelsroboter verkauft werden und die Kurve sieht so aus,
vergessen. Haken dran, vergessen. Dazu braucht man übrigens auch keinen Handelsroboter. Das kann man auch mit einem Stereotrader sogar machen, wenn man das unbedingt machen will oder halt ausprobieren will. Der Stereotrader hat ja auch, bietet ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel halt im History Trading das manuell zu testen und dann halt solche Strategien für sich halt eben auch auszuprobieren. Und das ist halt auch die Strategie, ja, in Anführungszeichen, ist halt auch hinterlegt. Das heißt, man kann das halt einfach mal probieren und dann selber mal ein Gefühl dafür kriegen. Also nicht mit einem Live-Konto, sondern wie gesagt im History Trading. Das heißt, man kann es automatisiert testen, um da halt auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen, worüber wir hier eigentlich reden, ne? Beziehungsweise eigentlich hauptsächlich, um herauszufinden, dass es nicht funktioniert. Also wo das halt dann noch eher Chancen hat, ist dann halt mit Währungen, wobei auch da kennen wir Geschichten wie zum Beispiel halt mit dem Schweizer Franken, ne, wo es dann halt auch irgendwie einige dann halt gebeutelt hat, die dann halt nur solche Geschichten gemacht haben, immer wieder halt irgendwo dagegen gehalten, dann aufgelöst. Ging alles eine Zeit lang gut, aber dann kommt halt einer vom Mittagessen zurück und sagt, ja, wir koppeln jetzt halt einfach mal den Schweizer Franken vom Euro los und dann war es das. Ne. Eine politische Entscheidung und auch da geht es dann halt entsprechend den Bach runter. Deswegen muss man halt, sollte man im Auge behalten, im Hinterkopf behalten. Deswegen ist das in der Regel keine gute Idee. Dann gibt es noch die vierte Variante. Also Grid hatten wir ja vorhin generell. Ne? Das heißt also an verschiedenen Stellen halt immer wieder einkaufen und dann auch immer wieder auflösen. Und das zum Beispiel kann man halt auch mit dem Stereotrader machen. Ich habe das Thema schon in einigen Webinaren angeschnitten. Es wird auch sehr, sehr oft auch nachgefragt. Und also in den ganzen Webinaren heißt es immer, kannst du nicht immer da was sagen, da nochmal was dazu sagen. Es ist so ein bisschen komplex, die ganze Geschichte. Ne? Also das ist keine Sache, die jetzt irgendwie mit in 5 Minuten halt erklärt ist. Aber wir werden jetzt hier zumindest mal die nächste halbe Stunde nochmal ein bisschen deutlicher drauf eingehen. Aber und das macht dann auch mein Kollege Timo. Ich erkläre es nochmal ganz kurz generell. Das heißt, also es gibt zum Beispiel ein Panel, ja. Das sieht dann halt so aus, dort sage ich dann halt, na gut, meine Tendenz ist eben Long oder Short und dann kann ich hier einen Algorithmus auswählen und der macht im Wesentlichen das, also ich, wie gerade gesagt, die Tendenz bestimme ich manuell und der Algorithmus macht im Wesentlichen das, er bemisst die Volatilität, das heißt, ist in der Lage, sich an die aktuelle Marktsituation anzupassen, verteilt Orders automatisch gemessen an der Volatilität, permanent in Trendrichtung, beziehungsweise, ne, ist nicht ganz richtig, sondern in Tendenzrichtung und löst die halt vor allen Dingen halt immer wieder auf. Das heißt, da bleibt nichts drin liegen. Und ne, das heißt, auch wenn der Markt dann halt irgendwie mal gegen einen läuft, ist halt wirklich das Interessante, oder wenn er halt generell nicht mehr weiterkommt im Trend, dass gerade in solchen Phasen so eine Geschichte tatsächlich dann auch performt. Also wir hatten hier bei Tickmill, ich habe das mit der Elena gemacht vor 2 Jahren, es ist auch sicherlich online, das Webinar, da hatte ich halt irgendwie auch, da bin ich ein bisschen näher drauf eingegangen, auf die ganzen Funktionen, habe halt gesagt, naja, der Markt müsste eigentlich long. Ich habe dann zum Vergleich, als das Webinar angefangen hat, habe ich dann eine Long-Position aufgemacht, habe den Stop sauber gesetzt und gleichzeitig halt entsprechend so einen Algorithmus gestartet und dann halt eben auch gesagt, long. So, und das am Ende vom Webinar hat man dann gesehen, oder relativ schnell, nach einer halben Stunde, die eine ganz normale Long-Position, die ist ein Verlust gelaufen, ja, wie es ja oft so ist, da wird der Stop gefischt, da geht es trotzdem hoch, egal wo man ihn hinsetzt, man hat das Gefühl, der Markt hat nichts im Sinn, außer den eigenen Stop zu finden. Das gelingt auch ganz oft. Und parallel hat aber dann die strategische Order Gewinn gemacht, ja, obwohl der Markt eigentlich nur runtergelaufen ist. Es ist aber nicht runtergelaufen, sondern ist runtergedippt und immer wieder hoch, runtergedippt und immer wieder hoch. Ja. Und das sind genau solche Geschichten, die kann man dann halt einfangen. Und nachher, wo es dann halt losgelaufen ist, da waren natürlich die Gewinne nicht mehr so groß, aber die Geschichte hat performt. Ja, das sieht vom Prinzip her halt so aus. Das heißt, das ist jetzt hier sehr, sehr eng, aber man sieht, es gibt einen Stop-Loss, ja, der halt immer wieder halt auch hier dranhängt. Es gibt natürlich auch entsprechend Loser. Ja. Das heißt, kommt jetzt hier irgendwie ein längerer Dip, plopp, da runter, dann fliegt es halt raus. Und dann fängt es halt hier wieder an, ja. Und oft läuft es ja gerade so bei Konsolidierungen, dass halt erstmal unten rum macht, ja, und bis dann halt irgendwie der Letzte sagt, ja gut, dann gehen wir halt long, ja. Und so die typische Zermürbungstaktik, im Fachjargon Konsolidierung genannt, ja. Aber ich glaube, es weiß jeder,
wovon ich rede. Man kann dann schon mal irre werden, ja. Und meistens ist es dann so, dann, wenn man keine Lust mehr hat, ja, und irgendwie auch vor allen Dingen auch irgendwann keine Zeit mehr hat, ja, weil man ja irgendwie auch Besseres zu tun hat, als irgendwie, wenn man morgens denkt, es geht long, da bis abends dran zu bleiben und sich immer wieder ausstoppen zu lassen, das hält ja keiner aus, ja. Aber oft ist es so, dann ist halt um 8 Uhr abends kommt dann halt die Auflösung und danach guckt man drauf und denkt so, kann nicht wahr sein. Was ein Pech, ja. Und das kann man halt eben damit zum Beispiel machen. Hier auch mal ein kurzer Vergleich. Dann ist der Timo auch gleich dran. Ja, das ist wie hier halt von den Ergebnissen her, Swing Trade konventionell oder halt eben hier im algorithmischen Handel, kommt tatsächlich bei der gleichen Geschichte halt mehr raus. Natürlich unendlich viele mehr Trades, ja. Aber das Risiko ist geringer und das Ergebnis tatsächlich höher. Hier auch mal ein Beispiel im DAX. Ist schon ein bisschen älter, das Ergebnis. Man sieht, die Tendenz war sogar short leicht, ja. Also generell seitwärts. Ne? Klar, das, was der Markt ja am liebsten macht, seitwärts. Und darauf zum Beispiel hat ein Algorithmus abgestellt, sieht man im Hintergrund, die blaue Kurve, die hat performt. Ne? Weil halt eben Tendenz ist da, die ist im Index eigentlich immer long. Und solange der Markt halt auf und nieder immer wieder, doch hoch und doch nicht hoch und doch nicht runter und doch wieder hoch, kann man mit so einer Geschichte tatsächlich dann halt eben auch punkten. Ja. So, und an der Stelle, bevor ich nämlich jetzt hier zu lange werde, der Timo hat nämlich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Timo Kosiol ist mein Kollege hier beim Stereotrader, hat eigene, er ist schon ganz nervös, ich sehe es schon, hat auch, dein Mikro ist, glaube ich, aus, oder ich höre dich zumindest nicht, vielleicht ist auch bei mir irgendwas zu leise. Timo hat halt auch sich da eingehend mit befasst in letzter Zeit und hat auch selber da ein Werkzeug dafür entwickelt, was das Ganze nochmal ein bisschen ausreizt. Aber ich denke mal so, dass das Prinzip, glaube ich, ist ja halt verstanden, ja, dass man halt, also wer möchte, kann sich das ja hier nochmal irgendwie angucken. Es gibt ja sicherlich auch eine Aufzeichnung und ich denke mal, das Prinzip ist verstanden, dass ohnehin alles auch in nur eine Stunde reinzuquetschen, ist natürlich ein bisschen stramm. Wir versuchen es aber. Und wie gesagt, der Timo wird da jetzt auch nochmal ein bisschen mehr. Hört man mich jetzt? Jetzt nee. Hört man mich, ja. Ah, okay, super. Im Detail drauf eingehen. So, mein Lieber, du hast das Wort, wenn du möchtest. Kannst sofort loslegen. Ja, super. Ich muss mich ja quasi jetzt auch ein bisschen sputen, weil du ein wenig überzogen hast. Habe ich das? Ach, 5 Minuten doch nur, ne? Das war meine lange Einleitung mit Mike. Aber ich habe den Mike so lange nicht gesehen, beziehungsweise so nicht mit dem gequatscht. Es musste einfach sein. Ne, Mike? Falls er noch da ist. Ja, Mike ist erstmal geflüchtet. Okay, kann er nachher noch was dazu sagen. Also, schön, dass du dabei bist und dass wir das zusammen machen. Dann sage ich mal, viel Spaß mit deinem Teil. Ja, vielen Dank, Dirk. Und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen an die ganzen Teilnehmer da draußen. Am besten stelle ich mich auch mal kurz vor. Mein Name ist Timo Kosiol, ich bin seit 1999 an der Börse aktiv, am Anfang nur mit Aktien und später dann auch so um 2015 rum kam dann auch CFD und die Forex-Märkte hinzu. Außerdem hat Dirk ja schon erwähnt, ich habe diverse Software entwickelt, diverse Add-ons für den Stereotrader und bin auch im Stereotrader-Team aktiv. So, man findet mich im Internet unter daytradertools.de oder auch bei Facebook unter groups-ghosttrading. So, ich will das jetzt gar nicht zu weit ausschweifen, weil, wie gesagt, die Zeit sitzt im Nacken sozusagen. So, gehen wir direkt mal. So schlimm ist es. Ich habe eine Menge vorbereitet. Okay. So, genau, was erwartet euch? Und zwar möchte ich gerne so die Vorteile vom Grid Trading und von der strategischen Order so ein bisschen beleuchten. Das, was Dirk gerade so angesprochen hat, was man mit Grid Trading erreichen kann. Außerdem möchte ich gerne zeigen, wie man das Potenzial der strategischen Order oder von Order Grids erweitern kann mit einem Zusatzprogramm namens Ghost. Und zum Schluss möchte ich euch gerne noch die 3x3 Trading Strategie vorstellen. So, und zwar, angenommen, ich möchte jetzt in den Markt gehen, ich möchte jetzt long gehen und mache eine Position auf mit einem Kontrakt hier und entsprechend setze meinen Take-Profit auf 60 Punkte und meinen Stop-Loss auf 30 Punkte. Läuft der Markt nach oben, habe ich 60 Euro Gewinn,
läuft der Markt in meinen Stop-Loss, habe ich 30 Euro Verlust bei 30 Punkten. Und der Markt hat einen Spielraum hier von 30 Punkten, wo er reagieren kann, wo der Kurs reagieren kann, um entsprechend in meine Richtung zu laufen und gegebenenfalls meinen Take-Profit zu erreichen. Das ist so die eine Methode, die eine Variante, die ich machen kann. Eine zweite Variante ist, wenn ich jetzt sage, ich teile meinen einen Kontrakt auf in mehrere Teilorders. Das heißt, ich lege mir mehrere Teilorders in den Markt, und zwar 5 mal 0,2. Entsprechend bin ich dann auch bei meinem einen Kontrakt, aber ich habe quasi hier dieses Order Grid gelegt. Was hat das für Vorteile? Der Vorteil ist, wenn der Markt jetzt gegen mich laufen sollte, wenn meine Trade-Idee nicht aufgehen sollte und der Markt hier runterfällt und mein Stop-Loss bei 30 Punkten greift, habe ich in dem Fall aber nur 21,50 Euro Verlust. Das heißt nicht wie bei dem Single-Order-Trade 30 Euro, sondern nur 21,50 Euro. Weiterhin habe ich meine 30-Punkte-Range, wo der Markt reagieren kann und entsprechend in meine Richtung laufen kann und nach oben laufen kann und meinen Take-Profit erreichen kann. Ich hatte ja bei meinem Single-Order-Trade gesagt, okay, ich bin bereit, im Worst-Case 30 Euro zu verlieren. Und ich habe hier eben gesehen, durch das Grid habe ich quasi nur einen Verlust von 21,50 Euro. Was ich jetzt also machen kann, ich kann meine Orders hier weiter auseinanderziehen und entsprechend meinen Stop-Loss weiter nach unten ziehen. Und wie man sieht, habe ich jetzt hier dadurch einen Spielraum von 50 Punkten dem Markt gegeben. Also der Markt hat mehr Luft zum Atmen und kann innerhalb von einer Punktespanne von 50 Punkten nach oben reagieren und entsprechend in meine gewünschte Richtung laufen. Und das Ganze ist 50 Punkte Spielraum, aber ich habe nur ungefähr denselben Verlust. Also weiterhin nur ca. 30, 31 Punkte Verlust bei größerer Punktespanne. Ein weiterer Vorteil ist, dass wenn ich mit Grid Trading unterwegs bin oder mit Grids, dass ich näher an meinem Break-Even bin. Das heißt, wenn ich jetzt meine erste Order hier reingebe, bei einem Preis von 13.156, dann liegt dort mein Break-Even. Fällt der Kurs weiter runter, läuft er gegen mich und greift die zweite Order, in dem Moment würde mein Break-Even auf 13.151 springen. Wird die dritte Order gegriffen, hier springt mein Break-Even weiter nach unten, 146 und so weiter und so fort. Okay? Das heißt, ich bin mit meinem Trade, mit dem Preis immer näher an meinem Break-Even. Und ich habe das hier nochmal zusammengefasst. Wenn ich mit einer Single-Order, mit einer einzelnen Order, einen Kontrakt bei 13.156 einsteige und der Kurs läuft hier runter, der Kurs läuft nicht in meine gewünschte Richtung und ich komme bei einem Preis von 13.113 an, bin ich mit meinem Single-Order-Trade quasi schon 43 Punkte hinten und wäre schon 43 Punkte in den Miesen. Mein Abstand zum Break-Even würde ebenfalls 43 Punkte betragen und ich müsste, oder der Markt besser gesagt, müsste jetzt erstmal 43 Punkte retracen, bevor ich überhaupt wieder plus minus null bin. Mache ich das Ganze jetzt mit einem Grid, dann sieht das so aus, ich steige mit der ersten Position bei 13.156 ein und kommen wir bei 13.113 an, bin ich mit 24 Punkten hinten, 24 Euro Verlust. Und der Abstand zu meinem Break-Even beträgt aber ebenfalls nur 24 Punkte. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier runterkommt, er braucht nur 24 Punkte, damit ich wieder auf plus minus null bin. Und ich habe natürlich dadurch ich kann sehr flexibler agieren, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich merke, der Trade geht nicht auf, das wird nichts mit meiner Long-Richtung und ich kann schneller raus mit weniger Verlust und gegebenenfalls sogar mit plus minus null oder mit einem kleinen Gewinn sogar. Das ist also ein weiterer Vorteil von Grid Trading. Was ich auch noch machen kann, ich bin long gegangen hier in diesem Bereich und es kann ja sein, dass meine Vermutung schon richtig war. Ich wollte ja, dass der Markt steigt. Das heißt, er fällt gar nicht hier runter, er greift gar nicht meine Limit Orders, sondern er geht direkt nach oben. In dem Fall möchte ich auch gerne im Gewinn aufstocken.
Das heißt, ich möchte pyramidisieren. Ich nenne das Ganze mal so Anti-Martingale-System, weil ich jetzt nicht mich im Verlust quasi Positionen aufbaue oder mich im Verlust einskaliere, sondern im Gewinn. Und das ist natürlich in dem Moment viel komfortabler, weil ich ja eh schon im Plus bin. Und das Ganze ist dann quasi hier wie eine Pyramide. Das heißt, der dickste Brocken ist dann irgendwann hier unten und es wird halt immer kleiner, je weiter ich nach oben marschiere mit dem Preis oder mit dem Kurs besser gesagt und entsprechend er dann mein Take-Profit greift. So. Eine weitere Möglichkeit mit Grids ist, dass ich mich auch im Verlust ausskalieren lasse. Das heißt, schauen wir uns auf der zum ersten Mal oder zuerst die rechte Seite an. Ich bin hier mit 0,1 im Markt und sollte der Kurs jetzt hier runterlaufen, wird eine weitere Position hier reingegeben und noch eine hier. Und Worst Case ist, der Kurs fällt weiter und entsprechend greift mein Stop-Loss und in dem Moment wäre ich quasi mit voller Positionsgröße ausgestoppt bei 27 Punkten und hätte einen Verlust von 55 Euro zu verschmerzen sozusagen. Ich kann aber auch hingehen und sage, okay, wenn der Markt jetzt hier runterfällt und meine Limits hier gegriffen werden, dann fange ich an, mich langsam aus dem Trade auch wieder auszuskalieren. Das heißt, ich gebe hier eine Teilposition raus, ich gebe hier eine Teilposition raus und am Ende geht hier die letzte Position raus und da ist der Trade dann für mich beendet und ich bin quasi auch im Verlust gelandet, aber mit folgendem Verlust und zwar 37 Punkte, aber trotzdem nur 55 Euro. Das heißt, ich habe hier auch wieder einen größeren Spielraum, den ich dem Markt zur Verfügung stellen kann, zur Verfügung geben kann. Und es kann ja sein, dass jetzt die erste Position hier gegriffen wird, teilverkauft wird, vielleicht auch noch die zweite, aber dann reagiert der Markt und geht nach oben. Das ist das, was Dirk eben auch meinte. Markt geht ja quasi ne, nicht schnurstracks nach oben in der Regel oder nicht schnurstracks nach unten, sondern das ist immer so ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Und das versucht man oder versuche ich halt so zu managen, indem ich sage, okay, ich lasse mich im Verlust ausskalieren, aber auch im Gewinn letztendlich wieder einskalieren. Und somit versuche ich diese Marktbewegung am Ende mitzunehmen. Übrigens, ich kann die Fragen gerade nicht sehen. Also wenn Mike oder Elena irgendwas im Hintergrund sieht, dann gerne mich darauf aufmerksam machen. Ich habe irgendwie das Fragenfenster eben weggeschoben und jetzt sehe ich das gerade nicht mehr. Gut. Strategische Order. Mit der strategischen Order, das ist so das, das Panel der strategischen Order hier, da kann man ziemlich genau Grids mit in den Markt legen und komfortabel konfigurieren. Und wenn ich mir das zusammen konfiguriert habe und entsprechend sage, hier, ich möchte gerne, jetzt ist hier irgendwas verschoben worden. Machen wir nochmal rückgängig. Und ich sage, ich möchte long, was ist denn hier los? Hier springt das Bild bei mir gerade. So, nochmal. Ich möchte long in den Markt gehen. Entsprechend drücke ich hier auf Long, dann wird mein Long-Grid in den Markt gelegt. Oder ich sage, ich möchte Short in den Markt gehen, dann drücke ich auf Short und entsprechend wird mein Short-Grid in den Markt gelegt. Ich kann aber auch Folgendes machen. Ich kann hier Halten oder Hold aktivieren. Das bedeutet, in dem Moment, wenn ein Grid quasi beendet ist oder ein Trade beendet wird, wird wieder erneut ein Grid aufgelegt. Und zwar entweder jede Sekunde, nachdem der Trade beendet worden ist oder die Sekunde danach, wenn der Trade beendet worden ist, wenn ich diesen Button hier aktiviert habe oder wenn ich den Button nicht aktiviert habe, am Ende der Periode. Das heißt, bin ich zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, dann wird mit Beginn der neuen 5-Minuten-Kerze mir ein neues Grid in den Markt gelegt. So, ich kann beide Buttons gleichzeitig aktivieren. In dem Moment würde quasi in Short-Richtung und Long-Richtung ein Grid gelegt werden, was ja nicht unbedingt immer sinnvoll ist, sondern die Frage ist ja, in welche Richtung möchte ich gerne traden? Möchte ich gerne in Long-Richtung oder möchte ich gerne in Short-Richtung traden? Und das Ganze sollte ja am besten auch noch unabhängig oder besser gesagt unabhängig von mir, aber abhängig vom Markt passieren, von der Marktphase. Und wie ich das erreichen kann, das ist, dazu nutze ich eine Zusatzsoftware, die nennt sich Ghost, weil mit dieser Zusatzsoftware kann ich sagen, okay, ich möchte jetzt gerne in Long-Richtung handeln oder ich möchte gerne in Short-Richtung handeln.
So, das sieht dann so aus. Ghost zeigt mir hier ein Band an, das ist zum Beispiel rot, blau, grün, besser gesagt. Nicht blau, also nicht rot, sondern grün, blau und auch rot. Das Band zeigt mir so die Marktphase oder die Marktbewegungsrichtung an. Das heißt, sind wir in einem grünen Band, dann ist der Markt eher aufwärts gerichtet. Sind wir in einem blauen Band oder ist das Band blau, dann ist es eher eine Seitwärtsphase. Und bei Rot tendieren wir eher nach unten. Gleichzeitig habe ich so ein Barometer, ein Trendbarometer. Das Trendbarometer berechnet sich nochmal anders als das Band und zeigt mir den Trend des Marktes in dem Moment an. Das heißt, ist dieser Zeiger hier in dem Long-Bereich, dann ist der Trend eher Long. Ist er hier im neutralen Bereich, gibt es momentan keinen Trend, oder hier im roten Bereich, dann befinden wir uns eher in einem Short-Trend. Und diese beiden Sachen, sowohl das Band als auch das Barometer, kann ich nutzen, um der strategischen Order zu sagen, okay, in welche Richtung möchte ich handeln? Also, ich kann sagen, strategische Order, wenn das Band grün ist und gleichzeitig der Zeiger hier im grünen Bereich, dann bitte mach mir eine strategische Order in Long-Richtung auf. Umgekehrt haben wir hier ein rotes Band und der Zeiger ist hier im roten Bereich. Bitte dann mach mir eine strategische Order in Short-Richtung auf. Okay. Ich habe eben die Vorteile angesprochen von Grid Trading und die möchte ich natürlich auch gerne nutzen, indem ich sage, ich möchte jetzt hier mit einer Position long in den Markt gehen erstmal und entsprechend möchte ich mich, falls der Kurs jetzt hier runterlaufen sollte, möchte ich mich im Verlust ausskalieren lassen, langsam den Trade sozusagen auflösen. Und auch das kann ich mit Ghost erreichen, indem ich sage, ich lege hier drei Orders fest, die unter dem Markt oder unter dem Preis platziert werden sollen und fällt der Kurs hier runter, dann werde ich stufenweise aus dem Trade genommen. Umgekehrt kann ich das auch machen, indem ich sage, okay, sollte der Kurs jetzt hier hochlaufen, kann ich auch sagen, okay, ich möchte mich stufenweise auch wieder aus dem Trade ausskalieren und Teilgewinne realisieren und Teilverkäufe durchführen. Das Ganze ist auch so ein bisschen dafür da, dass ich meine eigene Psyche überliste. Also wir als Trader, wir sind ja permanent zwischen zwei Polen gefangen. Also zum einen gibt es auf der einen Seite den Pol Angst, dass der Kurs runterläuft, dass ich im Verlust lande, dass ich mit voller Positionsgröße ausgestoppt werde. Auf der anderen Seite der andere Pol, die Gier. Das heißt, ich bin schon 10, 20, 30 Punkte vorne, löse aber den Trade nicht auf oder führe auch keine Teilverkäufe durch, weil ich denke, ja, das geht noch weiter nach oben, da ist noch Potenzial drin und was macht der Kurs? In dem Moment, ne, geht es wieder halt nach unten und ich lande im Verlust oder plus minus null gehe ich aus dem Trade raus. Und diese Entscheidung, die möchte ich gerne delegieren. Das heißt, ich möchte nicht mit permanenten Entscheidungen konfrontiert sein nach dem Motto, was mache ich jetzt? Gebe ich jetzt eine Teilorder noch dazu? Gebe ich jetzt eine Teilorder raus? Löse ich den Trade komplett auf? Diese ganzen Entscheidungen, die ich treffen muss, die sind ja auch für mich als Trader Stress. Und entsprechend versuche ich mit Ghost diesen Stressfaktor quasi ja von mir fernzuhalten und deshalb auch ganz ohne Stress traden oder auch Ghost. Dabei ist Ghost so intelligent, dass man sagt, ich lege jetzt eine Order in den Markt und automatisch wird mir das passende Gegengrid oder die passenden Gegengrids in den Markt gelegt mit der entsprechenden Positionsgröße. Das heißt, ich nutze Ghost zum einen, um zu entscheiden, welche Richtung trade ich, und als zweites nutze ich Ghost als Positionsmanagement oder Ordermanagement. So, ich hatte hier eben die Vorteile von Grid Trading oder meine Sichtweise, wo ich die Vorteile sehe von Grid Trading, so ein bisschen erläutert. Und ich habe diese ganzen Vorteile versucht, in eine Strategie zu packen und da rausgekommen ist die 3x3 Handelsstrategie. So, die sieht so aus. Ich lege drei Orders in den Markt mit der strategischen Order. Zum einen hier eine Limit Order, eine Stop Order und eine Order lasse ich per MTO hinterher trailen, sobald die Order eröffnet wird oder das Grid in den Markt gelegt wird. Gleichzeitig sage ich, ich möchte drei Positionen benutzen, um mich im Gewinn auszuskalieren
und ich möchte 3 Positionen nutzen, um mich im Verlust auszuskalieren. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe meine erste Order im Markt, ich habe hier meine Buy-Stop-Order, ich habe hier meine Buy-Limit und entsprechend meine 3 Gegenorders in einmal im Gewinn quasi und hier einmal im Verlust. So, hier sieht man, meine Stop-Order, meine Buy-Stop wurde gegriffen. Ich bin jetzt mit 2 Kontrakten im Markt und entsprechend wurde hier auch die Positionsgröße der entsprechenden Gegenorders auch. Jetzt hat der Dirk sich wieder eingeloggt und dann springt mein Bild immer hoch. Und dann ist meine ganze Zeichnung weg. Sorry. So. Machen wir nochmal. Hi Timo, die Elena hier. Hi. Wir haben hier ein paar Fragen. Darf ich die kurz zwischendurch stellen? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich sehe sie gerade nicht. Von daher. Okay, gerne. Dann lese ich die gerne für dich vor. Und zwar, der Lars möchte wissen, Grid Trading, mit welcher ATR-Einstellung, was hat sich bewährt? Es gibt viele verschiedene im Stereo-Trader. Ja, das kann man so pauschal nicht beantworten. Also das hängt immer auch vom Zeithorizont ab. Und da müsste man jetzt weiter ausholen. Es gibt nicht den einen ATR-Wert, beziehungsweise Standardwert ist ja ATR 14 zum Beispiel. Da werden die letzten 14 Perioden genommen und das ist so ein Wert, der oft benutzt wird und den viele nutzen. Und das ist so ein Standardwert, der nicht unbedingt immer von Vorteil ist, aber der wird auf jeden Fall oft genutzt. Ich werde aber auf das Thema ATR nochmal, in meinem Seminar, was ich jetzt demnächst gebe, da werde ich nochmal genau darauf eingehen, was ATR ist, inwiefern die ATR berechnet wird und wie man das auch im Grid Trading dann am besten einsetzt. Wunderbar, hört sich doch gut an. Gut, noch irgendwelche Fragen, Elena? Hier gibt es noch eine Frage, die ist ein bisschen spezifischer. Und zwar bei daytradertools.de komme ich auf die Webseite von trader-tools.net. Ist das so gewollt? Ja, das ist so gewollt. Die beiden Seiten gehören zusammen. Das ist richtig so. Okay. Ja, genau. Ja, das war es erstmal an Fragen jetzt zu dem spezifischen Thema. Okay, super. So, genau, was ich erklären wollte hier war, meine zweite Order wurde gegriffen, also meine Buy-Stop-Order wurde gegriffen und entsprechend wurden meine Grids angepasst in der Positionsgröße. Das heißt, das Grid hier oben wurde mit der Positionsgröße von 2 Kontrakten angepasst und auch mein Verlust-Grid sozusagen wurde auch mit der entsprechenden Größe angepasst. So, gehen wir mal weiter. So, wie man jetzt hier sieht, mein erster Teilverkauf wurde quasi gegriffen, meine erste Teilorder wurde gegriffen, hier an dieser Position. Und was man hier auch sehr schön sehen kann, die LPO-Funktion des Stereo-Traders, in dem Moment, wo die Order gegriffen wird, wird sie noch ein bisschen weiter nach oben gezogen durch die Limit-Pullback-Funktion. Und in dem Moment, wo die Order gegriffen wird, wird auch mein Stop-Loss auf Break-Even gesetzt. So, mein erster Teilverkauf wurde durchgeführt. Break-Even liegt, mein Stop-Loss liegt etwas oberhalb des Break-Evens. Und ich weiß, in dem Moment, ich kann quasi gar nicht mehr im Verlust landen. Ich kann den Trade nicht mehr im Minus beenden. Weil entweder läuft der Kurs jetzt hier runter und reißt meinen Stop-Loss, bin ich aber trotzdem noch im Gewinn oder ich gehe im Gewinn raus, läuft er weiter nach oben, werden entsprechend weitere Teilverkäufe durchgeführt. So, hier sieht man, meine zweite Order wurde gegriffen hier oben oder wird gegriffen. Und was in dem Moment passiert? In dem Moment passiert Folgendes, und zwar der Stop-Loss, der hier wandert auf die Position, wo mein erster Teilverkauf war. Das heißt, hier in dem Bereich lag eben mein erster Teilverkauf. Und wenn die zweite Order, diese hier gegriffen wird, dann landet mein Stop-Loss quasi oder wandert mein Stop-Loss, besser gesagt, nach hier oben, hier auf diese Position. So, zweiter Teilverkauf wurde durchgeführt. Ich bin immer noch mit 0,68 Kontrakten drin. Mein rechnerischer Break-Even liegt hier unten. Und selbst wenn der Kurs jetzt hier runterlaufen würde, ich wäre auf jeden Fall immer noch gut im Gewinn, gut im Plus. So,
Hier sieht man, mein letzter Teilverkauf wird ausgelöst. Das heißt, die Order hier oben wird jetzt auch gegriffen, mit der LPO-Funktion noch ein bisschen weiter nach oben gezogen. Und entsprechend bin ich aus dem Trade raus. Der Trade wurde beendet und ich bin aus dem Trade mit 65 Euro rausgegangen und das Ganze hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Vor- und Nachteile dieser Strategie. Also diese Strategie ist eine Trendfolgestrategie. Das heißt, wir brauchen trendige Märkte oder diese Strategie funktioniert besonders gut in trendigen Märkten oder in trendigen Phasen. Das heißt, hier haben wir eine schöne Aufwärtsbewegung, Aufwärtsphase. Das sieht man an dem grünen Band. Hier gibt es eine schöne Abwärtsbewegung, was man ebenfalls an dem roten Band erkennen kann. Und solche Phasen oder solche Trends sind für diese Strategie besonders gut geeignet. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt in einer Range oder an einem Seitwärtsmarkt bewegen, was man hier auch sehen kann, wir haben hier grünes Band, blaues Band, rotes Band, grünes Band, blaues Band, rotes Band, grünes Band und so weiter. Das heißt, der Markt, der pendelt quasi nur hier hin und her. In diesem Markt ist diese Strategie weniger gut geeignet. Da sollte man besser auf Range-Strategien setzen, indem man zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt hier oben in den Bereich Short, hier unten in den Bereich Long, was man ja auch sehr gut mit der strategischen Order oder dem Grid Trading machen kann. So, das war ein Schnelldurchlauf sozusagen. Ich musste mich ganz schön sputen, aber ich bin soweit fertig. Ich weiß nicht, gibt es noch Fragen? So. An Fragen sehe ich erstmal nichts. Vielen Dank. Du hast die Zeit fantastisch eingehalten, nicht wie Dirk. Aber ich bin wirklich gesprintet sozusagen. Ich hatte 30 Seiten, habe 30 Minuten gebraucht. So. Nach. Eine Sache, die ich hier eigentlich noch erwähnen wollte, und zwar, wir sprechen hier vom Stereotrader. Für diejenigen, die noch nicht Kunden bei Tickmill sind, ich stelle hier mal den Link ganz einfach in den Chat rein. Und zwar ist es so, normalerweise kostet der Stereotrader, ich glaube, 30 Euro im Monat, Dirk? Ja, genau. Und also bei Tickmill, für Bestandskunden von Tickmill oder auch Neukunden von Tickmill, die können die dann halt kostenlos bei uns nutzen. Insofern ist das natürlich eine feine Sache.